herzlich willkommen zu New York, New York. Diesmal melden wir uns vom Zuccotti Park, ganz nah bei der Wall Street. Hier begann vor über einem Monat eine Protestbewegung unter dem Slogan Occupy Wall Street, besetzt die Wall Street. Was damals mit einem Dutzend College-Studenten begann, wurde inzwischen zu einer weltweiten Bewegung. Matthew Ingram war von Anfang an dabei. Er gehört zu den Besetzern des Parks. Matthew ist wütend. Die Banken wurden in der Krise gepäppelt, aber Jobs für ihn und seine Generation fehlen. Ich habe einen College-Abschluss und finde nirgends Arbeit. 6 Jahre lang war ich bei der Armee und jetzt stehe ich ohne Krankenversicherung da. Da läuft eine ganze Menge schief. Ähnlich wie bei den Protesten in Ägypten, ein Geheimnis des Erfolgs von Occupy Wall Street sind die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter und ein 24-Stunden-Protestsender als Livestream im Internet. Das Medienteam von Occupy Wall Street sendet live, stellt Bilder und Videos ins Netz. Thoren Caristo arbeitet an seinem Laptop rund um die Uhr, mitten auf dem Platz und bei jedem Wetter. Die Polizei hat das Aufstellen von Zelten verboten. Gestern, als es regnete, bauten wir uns ein Dach aus Plastikplanen. Das hielt so lange, bis die Polizei kam und meinte, das Dach müsse weg. Die wollen, dass wir unsere Computer ruinieren. Ist der Livestream auch dafür da, Übergriffe durch die Polizei zu dokumentieren? Ganz klar, wir nutzen die Technologien für unsere Zwecke. Früher hieß es, ein Bleistift ist mächtiger als ein Schwert. Heute ist eine Kamera mächtiger als eine Waffe. Wir sind schnell vor Ort und schicken die Bilder per Internet um die Welt. Wenige Ecken von hier hat die Börse ihren Sitz, das Herz der globalen Finanzindustrie. New York erlebte in den vergangenen Wochen friedliche Proteste, aber auch Ausschreitungen und Massenverhaftungen. Die Polizei wirkt zunehmend überfordert. Sie setzt Pfefferspray gegen Demonstranten ein und auch Reiterstaffeln wie zuletzt auf dem Times Square. Eine der vier jungen Frauen, die mit Pfefferspray angegriffen wurden, war Chelsea Elliott. Ich war so schockiert, ich habe für ein paar Sekunden nicht mal gemerkt, dass es Pfefferspray war. Selbst die Polizisten neben mir waren überrascht und konnten nicht fassen, was passierte. Das war wie ein Schock. Die Polizei steht seitdem unter großem Druck. So schnell bekomme ich wohl keinen Pfefferspray mehr ab, aber ich habe Angst davor, verhaftet zu werden. Occupy Wall Street sei ein bunter Haufen ohne klare Ziele, sagen Kritiker. Doch der Protest erreicht zunehmend die breite Bevölkerung. Nach einer jüngsten Umfrage teilen 70% der New Yorker die Ansichten der Demonstranten und viele Beobachter fragen sich inzwischen, wie geht es weiter mit dieser neuen Bewegung? Der prominente Wirtschaftsprofessor Jeffrey Sachs von der New Yorker Elite-Uni Columbia besucht die Demonstranten. Im Interview wagt er einen Ausblick. Der nächste Monat ist schwerer vorauszusagen als die nächsten 3 oder 4 Jahre. Die Dynamik der Proteste ist noch nicht klar. Sie können explosionsartig zunehmen oder sich abschwächen, das weiß man nicht. Aber der grundsätzliche Ruf nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit und einem faireren System wird bleiben und lauter werden. Heather Godney ist Professorin an der New Yorker Fordham University und beschäftigt sich mit sozialen Bewegungen. Wie lang wird dieser Protest noch andauern? Das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Die Leute sind von ihrer Sache überzeugt.
Wenn es hier draußen durch den Winter unerträglich wird, dann ziehen sie nach drinnen um. Es gibt eine Reihe von Orten in New York, die hohen symbolischen Wert haben und die von den Leuten besetzt werden könnten. Wie die Finanzkrise hatte auch diese neue Protestbewegung hier in New York ihren Ursprung und sie verbreitet sich rasant um die Welt. Ob Occupy Wall Street auch genügend politischen Druck aufbauen kann, um Veränderungen zu bewirken? Eins ist klar, der Unmut wächst. Let's hear it.